Herzlich willkommen bei D18 Foto. Mein Name ist Dennis 18. Das ist die Argus C3 alias The Brick. Das Ding heißt so, weil es die Ergonomie und das Gewicht eines Ziegelsteins hat. Also damit kann man wirklich Häuser bauen. Das gute Stück, wenn ihr euch das irgendwie genauer anguckt und das Gefühl habt, kenne ich schon, habe ich schon mal gesehen, dann seid ihr wahrscheinlich Harry Potter Fans, weil Colin Creevy hat mit diesem Ding in die Kammer des Schreckens den Basilisken fotografiert und wurde dann versteinert und irgendwie ging das dann irgendwie weiter. Das müsst ihr euch woanders angucken, wie das ausgegangen ist, das Spiel. Wir gucken uns heute dieses gute Stück an. Aber ich habe festgestellt, als ich sie ausgepackt habe, sie ist ein bisschen schwergängig. Da ist ordentlich Dreck eingesickert im Laufe der Jahrzehnte. Die müssen wir einmal richtig schön sauber machen, auch wenn man durch die Sucherfenster guckt, da ist ordentlich Schmutz drin. Wir machen sie jetzt einmal gemeinsam auf, machen sie sauber und ihr könnt mir dabei über die Schulter gucken. Ich hoffe, ihr findet es spannend. Und ich mache nichts kaputt. So, Schritt 1 zur Säuberung. Wir müssen an die Schrauben ran. Die liegen unter der Belederung. Die Belederung müssen wir dafür abnehmen. Es gibt immer so ein paar Ecken, die sich schon leicht lösen lassen. Hier ist eine ältere Kamera und der Klebstoff ist schon sehr, sehr porös. Das heißt, wir ganz sanft nehmen wir das Leder ab und arbeiten es runter bis an die Schrauben. Um da besser ranzukommen, nehmen wir das Objektiv runter. Das geht am einfachsten, indem man den Rangefinder runterdreht auf die 3-Fuß-Stellung. Hier ist der kleine rote Punkt, der markiert die 3. Dann kann man dieses Rädchen hier abschrauben. Das ist eigentlich im Prinzip nichts anderes als ein Schutzdeckel. Dann nimmt man vorsichtig das Zahnrad raus, das Transmissionszahnrad, so zur Seite legen. Dann ist die Kopplung zur Linse frei und man kann sie ganz normal abschrauben und kann sie zur Seite legen. Jetzt kommen wir auch wesentlich besser ran ans Leder und können ungestört das vorsichtig ablösen. Das Leder ist einigermaßen locker. Jetzt müssen wir einmal den Spannhahn abnehmen, indem wir ihn mit dem Uhrzeigersinn abdrehen. So, das geht ganz leicht. Und hier oben die Blendeneinstellung nehmen wir auch ab. Das ist die erste Schraube, die wir freidrehen. So, alles schön zur Seite legen. Und jetzt kann man das Leder sauber von der Kamera nehmen. Es hängt noch irgendwo fest. So, jetzt kann man es abnehmen und zur Seite legen. So sieht das gute Stück in Nackidei aus. Könnt ihr mal angucken. Die Schrauben, nach denen wir suchen, müssen wir gleich mal gucken, wo die sind. Diese Schraube müssen wir jetzt lösen. Das geht alles sehr leicht. Da ist nichts verdreckt. Hier an den Ecken sitzen auch noch Schrauben. Die lösen sich sehr, sehr schön. Da ist auch noch eine. So, jetzt müssen wir das Leder hier oben noch runternehmen, weil eigentlich müsste hier oben in der Ecke auch noch ein Schräubchen sich verstecken. Wieder vorsichtig runter, ganz sanft rausnehmen. Ja. Und da befindet sich auch noch ein Schräubchen. Noch Möglichkeit, immer die Schrauben, die zusammengehören, zusammen an einer Stelle sammeln, sonst gehen an die Wand durch den Tüdel, dass man die passenden dann noch zusammenfindet. Hier hinter müsste auch noch ein Schräubchen sein. Müssen wir auch ganz vorsichtig beigehen. Das ist ein bisschen filigraner hier mit der Belederung, weil die hier sehr eingeklebt ist in diesem engen Raum hier. Aber es geht alles vorsichtig runter. Wichtig ist, dass man versucht, das Leder heil zu lassen, damit man es im Nachhinein wieder draufkleben kann. So. Da ist auch das letzte Schräubchen, was wir hier vorne auf der Frontplatte gesucht haben. Ja,
steckt ein bisschen Klebstoff im Schlitz der Schraube. So. Jetzt müsste man da eigentlich ankommen. Ja, klappt. Ups. Dieser kleine Schutzdeckel kommt auch schon von alleine runter. Der ist nicht fixiert, der ist quasi nur durch das Leder fest. Hier oben gibt es jetzt auch noch zwei Schräubchen, die wir aufmachen können. Haben wir noch eins hier oben am Zählwerk. Auch das, ups, nehmen wir vorsichtig runter und passen auf, dass nichts verloren geht. Im nächsten Schritt nehmen wir das obere Teil hier hinter dem Rangefinder ab. Muss man vorsichtig sein. Auf der Rückseite kann man es sehen. Ja. Hier ist der Spiegel, den der Rangefinder braucht, um durch dieses Fensterchen quasi das Bild einzusammeln, um das zu koppeln mit dem zweiten Bild, was an einer anderen Stelle einfängt. Also kann man es sehen. Hier ist das eine, der eine Spiegel und auf der Rückseite ist der zweite Spiegel. Und diese beiden Bilder werden zusammengeführt und daraus entsteht das Bild, was man gemeinsam erkennt durch das Rangefinder Einstellfenster. Vorsichtig zur Seite legen. Da sieht man aber schon, dass da ordentlich Staub auf den Spiegeln ist. Das heißt, da müssen wir auch gleich nochmal beigehen. Wenn man die Belederung weiter abnimmt, entdeckt man eine weitere Schraube, die hat sich irgendwie versteckt. Die ist hier. Die ist auch ein bisschen verklebt im Schlitz hier von der Belederung. Ein bisschen freikratzen. Und da müsste man die auch gleich noch rauskriegen. Das ist ein bisschen filigran, weil irgendwie diese Stelle besonders gut verklebt war. Da hat sich der Mensch, der das gemacht hat, sehr viel Mühe gegeben. Aber das kriegen wir auch alles raus. So. Die Schraube bewegt sich schon mal. Längere. Und jetzt lässt sich das Frontteil auch abnehmen, wie es geplant war. Es soll natürlich nach Möglichkeit nichts runterfallen. Das gute Stück dürfen wir auch nicht verlieren hier. Das gehört, wenn man es erkennen kann, nachher hier wieder rein in diesen Laufweg hier. So. Hier sieht man noch einmal, das ist ganz interessant, die Folie hinter dem Messsucherfenster, ein Rangefinderfenster, der das zweite Bild quasi einfärbt. Dadurch kann man die beiden Bilder voneinander ganz gut trennen, die Kontraste entstehen und man kann sie zueinander führen. So, die Stellen, die es zu reinigen gilt, sind einmal hier das Sucherfenster. Hier sieht man, wie verschmiert auch die Folie ist für den Messsucher. Und auch hier dieses Fensterchen ist sehr verschmiert. Und wenn man das jetzt einmal abgebaut hat, merkt man, dass man es hier viel leichter drehen kann. Das heißt, irgendwie muss man ein bisschen gucken, dass wir es gerade gerüttelt kriegen. Vielleicht kriegen wir den Dreck da so rausgedreht. Oder ich muss ein bisschen gucken, dass ich da in diese feine Rille noch reinkomme und da ein bisschen Dreck. Man sieht das ganz gut. Ja, so ein bisschen die Mitte hier. So. Einmal rüberwischen, da ist ordentlich was drin. Das ist klar über die Jahrzehnte da reingewandert. Das rauszukriegen, ist, glaube ich, eine sinnvolle Aufgabe. Und wenn wir das Ding schon mal aufhaben, dann machen wir es einmal sauber, damit wir auf alle Fälle ein bisschen mehr Spaß haben an dem guten Stück. Wir nehmen dafür ein Wattestäbchen. Das ist immer das Beste, was man benutzen kann, weil man auf keinen Fall irgendwas verkratzt oder kaputt macht. Ein klein bisschen Feuerzeugbenzin auf die Spitze. Und dann sieht das hier schon wieder ganz, ganz anders aus. Mal zeigen darf. Ups, hier so, spiegelverkehrt. Da
Das kommt einfach einmal rüberwischen auf die, auf das Sucherfenster. Da ist ordentlich was angekommen, was da nicht hingehört. Das sieht man, wenn man durch die Kamera durchguckt, auch ziemlich gut, dass das nicht sauber ist. So, bisschen trocken wischen. Dann sieht das Ganze schon viel sympathischer aus, zumindest an dieser Baustelle. Haben wir hier das Fenster des Rangefinders. Von vorne habe ich schon probiert, das ging ganz gut, aber von hinten kommt man natürlich nur ran, wenn man das wirklich aufmacht. Sieht schon alles wesentlich freundlicher aus. Ihr seht, es lohnt sich wirklich. Da kommt doch einiges runter. So, das ist schon mal gut. Noch wieder ein neues Wattestäbchen, wollen ja nicht den Dreck auf die nächste Stelle nur verteilen, sondern irgendwie loswerden. Und hier müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein, dass wir die Folie nicht beschädigen oder den Klebstoff der Folie lösen. Das wollen wir nämlich nicht. Schnell wieder runter mit dem Überschüssigen. Das sieht doch schon viel, viel, viel besser aus hier. Und von vorne kommen wir nicht ganz ran mit dem Wattestäbchen. Muss ein bisschen zusammendrücken. Dann klappt das auch. So, viel, viel klarer die ganze Veranstaltung. So war es gemeint. Ich habe noch ein paar frische Wattestäbchen schnell geholt für die Spiegel, damit die auf alle Fälle richtig schön sauber werden, wir keinen Schmierfilm drauf hinterlassen. Schön vorsichtig, so ein Spiegel ist ja irgendwie empfindlich. Das geht aber soweit ganz hervorragend und ich sehe jetzt schon, wie viel klarer das Bild ist, was sich mir da bietet. Das war eine ganz feine Staubschicht, nicht so ein Dreck wie sonst in der Kamera. Das ist jetzt alles sehr schön dicht gewesen, aber Staub hat sich da trotzdem verfangen. So, noch einmal mit dem trockenen Stäbchen hinterher, damit auch wirklich alles weg ist. Und auch nicht die Beschichtung des Spiegels kaputt machen. Aber das sieht jetzt ganz hervorragend aus. Das sind die beiden Spiegel aus der Nähe nochmal. Und wenn wir uns das jetzt hier mal genauer angucken, mit ein bisschen Feuerzeugbenzin vorne auf der Spitze, auf einmal löst sich die ganze Veranstaltung hier und lässt sich ganz, ganz locker, leicht drehen, ohne Schwierigkeiten. Da war nur ein bisschen irgendwas, was sich da an Dreck verhärtet hat und jetzt geht das alles ganz wunderbar. Und so soll das Ding ja auch zu bedienen sein. Man will ja nicht daran mit zwei Fingern dran rumzerren, sondern man soll mit einem leichten Fingerspitzenbewegungen eingestellt werden können. Das macht die Fokussierung dann wirklich gar keinen Spaß und es geht auch dann meistens eher schief. So, die wichtigsten Teile sind jetzt sauber. So, jetzt bauen wir das gute Stück wieder zusammen. Dieses Teil ist vorhin rausgefallen. Das müssen wir wieder reinlegen und zwar so, dass das flache Stück hier unter diesem Metallbügel hindurchrutscht und dieser kleine Nupsi, der hier vorne dran ist, ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Der muss quasi nach innen zeigen. Ich zeige euch auch gleich, warum das so ist. Der hat nämlich eine sinnvolle Funktion. Wir drehen das einmal vorsichtig um. So, ihr seht, dass dieser kleine Stift hier zu sehen ist. Wenn man das aufsetzt, muss der Stift hier reingreifen. So, am Ende steuert dieser Stift nämlich hier die Verschlusszeit. Hier oben wird gedreht, der Stift geht runter und zieht hier unten an der Mechanik und deswegen muss er da wieder eingerastet sein. Wenn er da drin ist, dann habt ihr alles an die richtige Stelle gepackt. Dieses gute Stück mit ein, dass das auf alle Fälle auch wieder da ist, wo es hingehört. So, mal gucken, dass wir die Kamera, dass wir den Rangefinder wieder so einstellen, wie wir es auseinandergebaut haben. Jetzt haben wir es gleich. Zack. So, muss man ein bisschen vorsichtig machen, weil, wie gesagt, das hier soll ja alles schön leichtgängig sein und man darf halt nichts kaputt brechen, weil dieser kleine Stift da drin natürlich nicht ganz unwichtig ist. So, jetzt kommen die beiden Schrauben hier wieder rein. Die haben wir auch schön gesichert. Einmal da und einmal da. So, die Belederung kommt jetzt wieder drauf. Ich habe dafür mir einen Klebstoff organisiert, der 0% Lösungsmittel hat. Das heißt, der dürfte eigentlich dem relativ, naja, schon alten
Kunststoff, Lederimitat, eigentlich nichts Böses anhaben. Das müsste jetzt funktionieren. Ich klebe das jetzt mit möglichst wenig Klebstoff drauf, um aufzupassen, damit da auch nirgendwo irgendwas reinläuft, wo es nicht soll. Auf keinen Fall darf das hier vorne in die Blende reingeraten, weil dann können wir das Ding auch gleich entsorgen. Da müssen wir vorsichtig sein. Aber sonst müsste das hiermit ganz hervorragend funktionieren. Passt alles noch? Ich glaube, irgendwann sollte man sich mal den Spaß machen und die Kamera neu beledern mit etwas Schicken, vielleicht einem knallroten Kleid, wer weiß. Aber für jetzt geht's zurück zum klassischen Schwarz. Das sieht doch alles schon wieder ganz nach Kamera aus hier. Das letzte Stückchen der Belederung. Aufpassen, dass das schön unter den Rädchen liegt und dass es passen soll. Machen wir vorsichtig unten drunter. Das sieht auch gut aus. Dreht sich frei, sehr schön. Etwas engeren Ecken ein bisschen vorsichtig nachdrücken, damit man da nichts So, wieder ein bisschen am Rand den überflüssigen Klebstoff abnehmen, wenn er da aus Versehen rauskommt. So, das gute Stück sieht auch schon wieder aus wie eine Kamera. Es kommt der Spannhahn wieder drauf. Dieses Mal muss man ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. So, und er ist wieder drauf. So weit, so gut. Jetzt kommen wir zurück zur Linse. So, die Argus C3 ist wieder in einem Stück und fertig zum Fotografieren. Ich brauchte allerdings ein bisschen Hilfe beim Wiedereinsetzen der Linse. Das hat sich nicht so ganz mir erschlossen, dass sie wieder genau so passt, wie sie passen soll. Da war irgendwie ein Denkfehler. Das war ganz einfach, aber ich habe es halt nicht geschnallt. Das passiert ja auch mal. Da habe ich mir Hilfe geholt hier in Berlin bei dem Fotoservice am Ostkreuz in der Neuen Bahnhofstraße 6. Da arbeiten ganz tolle, nette Menschen, die mir ganz schnell aus der Patsche geholfen haben. Und falls ihr mal in der Stadt seid und eure Kamera kaputt geht, also keine Sorge, ich kriege von denen kein Geld, aber ich möchte sie euch gerne empfehlen. Die waren wirklich sehr nett zu mir und waren auch nicht so teuer. Das Ding ist wieder an einem Stück. Ich freue mich auf den nächsten Fotospaziergang mit dem Ding. Ich hoffe, ihr kommt dann mit. Im nächsten Film zeige ich euch, wie das Ganze ausgeht mit dem Fotoschießen mit dem Teil. Und ja, wenn es euch gefallen hat, beim nächsten Mal seid ihr auch nicht mehr dabei. Unten gibt es diesen Button abonnieren. Klickt bitte drauf, dann seid ihr immer schön im Film. Oder findet mich bei Facebook unter D18 Foto. Oder auf meiner neuen Homepage www.d18-foto.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.